das fand ich sehr interessant. Also Sie haben ja auch, sind auf Herrn Professor Spitzer auch zu sprechen gekommen, den ich interessanterweise zufällig mal getroffen habe. Ich war beim Flughafen und dann saß mir gegenüber der Herr. Und dann haben wir eine sehr interessante, angeregte und ziemlich kontroverse Diskussion geführt. Also ich denke, ich bin jemand, der schon neuen Medien sehr offen gegenübersteht, der auch aber kritisch denken kann. Und es ist so, dass das Medienpädagogen, so wie ich mich auch als einer bezeichne, in der Gunst von Herrn Spitzer nicht besonders hoch angesehen sind, weil wir feixen praktisch Jugendlichen noch bei einem Thema an, das für sie extrem gefährlich ist, laut seiner Meinung. Und das Interessante war, als wir dann gesprochen haben und ich ihm dann schon auch gesagt habe, dass ich es nicht sinnvoll finde, dass jetzt zum Beispiel Kinder oder Jugendliche 24/7 die ganze Zeit immer nur spielen oder nur am Fernseher sitzen oder nur irgendwas ganz Bestimmtes machen. Ich habe auch mal was gehört von jemandem, der hat die ganze Zeit nur gelesen und sich natürlich zurückgezogen. Das ist nicht ganz die Basis, es ist vor allem einfach so, dass exzessiver Konsum generell problematisch ist. Und das fand ich total faszinierend, dass ein Medienpädagoge das sagt, weil er mit anderen anscheinend vorher mit Medienpädagogen noch nie gesprochen hat und die natürlich auch exzessiven Konsum, das ist ein großes Thema für uns, aber es ist natürlich auch ein großes Thema, die Potenziale, die Lernpotenziale, die zum Beispiel neue technische Möglichkeiten bieten, eben auch zu nutzen und Leuten sowas auch zu zeigen und dabei zu sein und natürlich auch zu forschen und auch kritisch, aber natürlich auch offen für Neues. Und das sehe ich bei Herrn Spitzer nicht. Also in meinem Thema sind natürlich auch Computerspiele und zum Beispiel auch das Machen von Computerspielen mit Jugendlichen, da kommen wir gleich mal dazu. Und es ist halt leider so, dass Herr Spitzer noch nie ein Computerspiel gespielt hat. Und das ist einfach ein Problem. Und wenn man so schreibt und dann viel verteufelt und dann sagt, ja, aber ich kenne ja die Studien und so weiter, man sollte sich da selber noch ein bisschen dran setzen. Er kritisiert auch bestimmte Spiele, also World of Warcraft kann man auch viel dafür sagen, weil es auch schon Suchtproblematiken hervorruft, aber auch unter anderem deswegen, weil es so faszinierend ist. Oder eben auch andere, also er führt bestimmte Spieler auf, die teilweise wirklich super kreativ sind, die ich auch im Jugendzentrum eingesetzt habe, ohne irgendwas zu sagen. Das ist ein Rennspiel und innerhalb von 3 Tagen haben die angefangen, selber Strecken zu bauen. Und die haben selber Strecken gebaut und darauf Wettkämpfe veranstaltet, auf selbstgebauten Strecken, was für mich eine kreative Aktivität ist, räumliches Forschungsvermögen zu überlegen, zu schauen, wie kann denn das jemand spielen, dieses Hineindenken, dieses Drehen von Konsumenten zum Produzenten, finde ich eine spannende Sache. Und das finde ich etwas, das kann man definitiv auch mit Computerspielen machen. Und deswegen spanne ich Sie noch ein bisschen auf die Folter. Und deswegen kommen wir jetzt, bevor wir ein bestimmtes Musikstück hören, erst zu einem anderen Thema. Jetzt hoffe ich mal, dass es ja alles klappt. Jetzt muss ich hier umschalten. Das geht auch. Es ist nämlich so, dass wir hier, wie schon erwähnt wurde, gibt es eben ein Begleitprogramm zu dieser Ausstellung. Und diese Ausstellung, die der erste Workshop, der Begleitprogramm dieser Ausstellung war, den habe ich durchgeführt, und zwar unter Ihnen. Das heißt, wenn man hier runtergeht, das sieht man gleich noch, dann ist da drunter ein Raum, und in diesem Raum, der leider keine Fenster hat, ich schätze, wäre noch schöner, kann man Workshops durchführen, und das haben wir gemacht, und wir haben da Computerspiele gemacht. Und jetzt will ich mal was fragen, weil es kommt noch mal so ein kleiner Mitmachteil. Ich will Sie fragen, ich bin sehr gespannt, weil ich es nicht weiß. Ich weiß, wenn ich es bei Jugendlichen frage, sagen die praktisch alle ja. Wer von Ihnen hat schon mal ein Computerspiel gespielt? Und Sekunde, das heißt auch zum Beispiel Sudoku am PC, das heißt auch irgendwie bei Facebook irgendwas, das heißt auch Solitär, was bis vor kurzem das am meisten gespielte Spiel weltweit war. Das ist alles im Begriff. Jetzt würde ich, dass Sie bitte die Hand nehmen, wenn Sie schon mal in Ihrem Leben ein Computerspiel gespielt haben. Wow. Das hätte ich jetzt provokieren sollen. Das ist ziemlich faszinierend. Okay, gut. Jetzt kommt die andere Frage. Wer von Ihnen hat schon mal ein Computerspiel gemacht? Aha, das sind doch schon einige. Aber man sieht es erheblich weniger. Das waren jetzt vielleicht, ich würde sagen, 5% der Leute. Jetzt ist es so, wir haben eben auch Journalisten hier. Und es ist so, dass wir hoffentlich alle viel Zeitungen lesen. Aber ich finde, um die Zeitung besser zu verstehen, ist es wichtig, dass man selber mal einen Zeitungsartikel schreibt. Weil wenn man ihn selber mal schreibt, mal versteht, wie der aufgebaut ist und sich das mal bewusst macht, dann geht man danach auch anders mit Zeitungsartikeln um. Weil man ein bisschen mehr versteht, was passiert denn da.
wenn man mal in der Schule Fahrten macht, wenn man merkt, dass man Themen setzen kann und solche Sachen, wie man Leute leiten kann, wie man eine Aussage treffen kann, dann liest man auch eine Zeitung an, dann ist das vielleicht auch ein bisschen kritischer. Und ich finde es wichtig, gerade für viele Jugendliche sind Computerspiele das Leitmedium, für nicht für alle, aber für viele. Das heißt, das Medium, das sie am meisten konsumieren. Und da finde ich es wichtig, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, da ein bisschen mehr reinzuschnuppern, wie denn sowas eigentlich funktioniert, wie man sowas macht und auf diese Weise auch ein bisschen besser zu verstehen, was die natürlich mit einem selber machen, wie einen selber leiten. Und dazu haben wir einen Workshop gemacht und den zeige ich Ihnen jetzt und der ist hier. Mehrmals. So. Mal. So. Jetzt wird man ganz ruhig. So am Samstag. Sagen, es geht überhaupt nicht, dass man Computerspiele in so kurzer Zeit mit Leuten macht, die davor vielleicht noch nie programmiert haben, wobei ein Teil von den Leuten das sogar schon gemacht haben. Die haben sogar C++ schon programmiert, aber andere Leute haben damit noch gar nichts zu tun gehabt. Und wir arbeiten damit so einem Tool, das heißt Microsoft Kodu. Und das ist sehr gut geeignet, um mit Jugendlichen Game Design zu machen. Ich mache das momentan auch in einer Mittelschule, in der Echo-Schule, in München einen wöchentlichen Kurs, zum Beispiel hier am Montag. Solche Kurse werden unter anderem angeboten von Game Labor und auch von Creative Gaming. Ich bin Teil von Creative Gaming. Da geht es darum, dass man Spiele anders benutzt, als sie eigentlich gedacht werden, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist eine Punkte. Und ich bedanke mich da auch sehr bei Kultur im Spielraum, die das eben auch ermöglicht haben, dass das also stattfinden kann, natürlich dem Deutschen Museum in der Lippe Stadt, wenn ich unterstütze von Workshop. So, und jetzt wieder ein anderes Thema. Jetzt gibt es Musik. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich mache noch mal ein, zwei Sounds.
Ja, wunderbar, den fand ich richtig wunderbar. So ein bisschen schwierig ist der dann, habe ich dann am Ende nicht eingebaut. Undefinierbar, aber wir haben da einiges Wunderbares. Und ich habe da einen kleinen Film draus gemacht. So? Alle bereit? Gut. Wow. Wow.